aber es regnet keine Tore. Der Ausgleich lässt lange auf sich warten, bis zur 35. Minute durch Ralf Hasenhüttl. Und auch nach der Pause lässt die Austria viele gute Möglichkeiten aus. Kommt dann aber durch Sekeleoglu doch noch zum Führungstor in der 56. Minute. Sehr schön dann die endgültige Entscheidung durch Andreas Ogris in der 81. Minute. Überlupft da Völter Paluch. Zuvor hatte er schon einmal die Stange getroffen. Und den Schlusspunkt setzt schließlich Narbekovas. Die Austria gewinnt mit 4:1. So, die Ausgangsposition ist damit vor dem heutigen Schlag in der Südstadt klar. Die Salzburger führen 3 Punkte vor der Wiener Austria.